Börlind, Veleda und Dr. Hauschka. Sie haben auf Naturkosmetik gesetzt, lange bevor sie Trend wurde. Veleda benutze ich nur. Börlind habe ich auch schon benutzt. Also ich bin ganz begeistert. Die haben ja alles, was Körperpflege betrifft, ne? Mag ich auf jeden Fall alle drei. Die drei Pioniere der natürlichen Pflege stammen aus dem Südwesten. Doch was bedeutet Naturkosmetik? Wir checken die Inhaltsstoffe. Irgendwas von den Inhaltsstoffen hat dann Ihre Haut speziell gereizt. Im Alltag und unter Extrembedingungen schauen wir auf die Qualität. Sie riecht ein bisschen medizinisch, vielleicht muss sie das auch als Naturkosmetik. Welches Image haben Veleda, Dr. Hauschka und Börlind bei den Kunden? Hier kann man sicherlich sagen, wird ein bisschen Potenzial verschenkt. Und wie fair und nachhaltig arbeiten die Unternehmen? Naturkosmetik ist nachhaltiger, weil schon beim Anbau der Rohstoffe keine oder weniger Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Marktcheck checkt Naturkosmetik. Immer mehr Menschen wollen grüne, natürliche Pflege. Mittlerweile verzeichnet die Branche einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro jährlich, allein in Deutschland. Und im Regal haben traditionelle Naturkosmetikhersteller wie Börlind, Dr. Hauschka und Veleda längst Konkurrenz bekommen. Mittlerweile haben selbst Drogerieketten eigene Naturkosmetiklinien zu deutlich günstigeren Preisen. Doch wie groß ist der Unterschied? Wir sind in Ulm. Was glauben die Kunden? Welche Marke ist wie teuer? Mit dabei 4 Warenkörbe. Darin Aftershave, Lippenpflege, Gesichtscreme, Deo. Jeweils 10 vergleichbare Produkte von Veleda, Dr. Hauschka und Börlind. Außerdem ein Warenkorb mit Naturkosmetikprodukten von Deutschlands größter Drogeriemarktkette DM. Wie teuer ist der? Also Alverde ist mit Sicherheit am preiswertesten. Ich schätze, der Korb kommt so auf die 25 Euro. Mhm. Oh, okay. Okay, 20,50 Euro. Okay, das hätte ich auf einiges teurer eingeschätzt. Oha, dass es so günstig ist, finde ich. Also für Naturkosmetik finde ich schon überraschend. Der DM-Korb am günstigsten. Und die Markenprodukte? Ich schätze, dass es bei Veleda auf jeden Fall auf 50 oder 60 Euro kommt. Eher 50, wenn es jetzt so Duschgel Sachen sind. Oh, okay. Knapp verschätzt. Ich würde auf jeden Fall Dr. Hauschka am teuersten einschätzen. Also, da muss ich jetzt echt raten, weil ich es nicht kenne. Ja, ich wäre jetzt bei 80 gewesen. Okay. Mhm. Ja. Das ist natürlich echt Premium. Das schließt dann schon wieder einige Kunden aus. Und Börlind? Bio-Koffein und Stammzellen der Schwarzwaldrose. Nach was hört sich das an? Teuer? Sehr hoch. Das ist sehr hochwertig, ja. Mhm. Ui! Okay, Das ist ein großer Unterschied. Vor allem bei Börlind und Dr. Hauschka waren viele Passanten verblüfft, wie teuer der Warenkorb mit 10 Produkten ist. Doch schlägt sich das auch in der Qualität nieder? Das wollen wir mit einem Extremtest und einem Alltagscheck herausfinden. Wir sind bei Familie Hutzenlaub. Mit dabei ein Korb voller Naturkosmetik. Die sollen Mutter Luzinde, Sohn William, Tochter Lilly und Vater Holger 4 Wochen lang nutzen. Was haben wir denn jetzt alles? Haben wir da 2 Lippenpflege? Im Einsatz sind Produkte von Veleda, Börlind und Dr. Hauschka. Dieser Granatapfel-Deo-Geruch, den finde ich echt angenehm. Man muss mal immer testen, wie das dann auch ist, wenn man wirklich in Schwitzen gerät. Also das würde ich gerne mal ausprobieren. Lavendel. Und ich bin gespannt auf die Shampoos, weil Shampoo, das kann ich mir echt schlecht vorstellen. Also insofern, wenn das schäumt oder nicht schäumt und trotzdem die Haare schön macht, also da wäre ich durchaus auch bereit, umzusteigen. Ich nehme die Zahnpasta, weil das ist das Einzige, was für mich nicht irgendwie komisch riecht. Damit die 4 nicht in Versuchung kommen, nehmen wir ihnen ihre alten Produkte weg. Gnadenlos.
Das Avengers-Shampoo. Okay. Ja. Das geht, oder? Ja, ist kein großer Verlust. Also wenn die das gleiche kann wie das und so gut riecht, dann kann sie mich, glaube ich, schon überzeugen. Okay. Aber jetzt probieren wir es erstmal aus. Dann riechst du in Zukunft nach Zitrus und nicht nach Lavendel. Oh mein Gott. Ist das ein Deal? Es wird ein Sommer. Ob die Naturkosmetik-Familie Hutzenlaub überzeugen kann? In 4 Wochen kommen wir wieder. In der Zwischenzeit machen wir den Extremtest mit natürlichem Make-up. Wir sind mit 5 Turniertanzpaaren verabredet. Aufwärmprogramm beim 1. Tanzclub Ludwigsburg. Bei unseren Wettkämpfen sind wir ja sehr stark geschminkt. Außerdem sind wir dann natürlich auch sehr hohen Belastungen oder besser gesagt das Make-up sehr hohen Belastungen ausgesetzt, weil wir eben ja durch die sportliche Belastung auch recht stark schwitzen und deswegen auch sehr hochwertige Produkte da immer verwenden. Heute werden die Profis von Maskenbildnerin Sabrina Meyer geschminkt. Sie sieht auf den ersten Blick, wenn ein Produkt einen Haken hat. Jedes Paar soll eine andere Marke ausprobieren. Make-up, Puder, Lippenstift und Wimperntusche. Es treten an die Produkte von Börlind und Dr. Hauschka. Außerdem Artikel der 3 Drogerieketten DM, Rossmann und Müller. Veleda führt kein Make-up. Das erste Urteil. Das Make-up ist relativ dick und zäh, deckt aber trotzdem nicht wirklich gut. Genauso der Puder, das ist alles so sehr massig auf dem Gesicht. Aber was heißt das für den Praxistest? Wir sehen, das setzt sich schon ein bisschen ab. Mal gucken, was passiert. Beim nächsten Paar ist die DM-Kosmetik an der Reihe. So kleine Unreinheiten lassen sich gut abdecken. Im Vergleich zu dem vorher ist alles so ein ganz kleines bisschen leichter. Trotzdem aber gut in der Deckkraft, es setzt sich jetzt bisher noch nichts ab. Die Wimperntusche ist auch hier einfach ein bisschen zurückgenommen, gibt einen schönen natürlichen Look. Und wie sieht's mit der Wimperntusche von Müller aus? Da habe ich das Gefühl, dass beim einmaligen Auftragen die Wimperntusche ein bisschen mehr Wumms hat. Und mit Wumms geht's los mit unserem Härtetest. Fünf Runden müssen Tänzer und Schminke durchhalten. Ob die Naturkosmetik reif ist für den großen Auftritt? Gleich. Dekorative Kosmetik führt Veleda nicht. Hier liegt der Fokus auf homöopathischen Arzneimitteln und Körperpflegeprodukten. Einer der Verkaufsschlager, die Calendula-Serie. Das Besondere, die Pflanzen dafür werden auf den unternehmenseigenen Feldern angebaut. Hier am Hauptproduktionsort in Schwäbisch Gmünd. 2 bis 3 Mal wird während der Blütezeit in den Sommermonaten geerntet. Früh morgens, damit die Blüten nicht unter Sonne und Hitze leiden. Alles in Handarbeit. Uns geht es hier um die ganzheitliche Betrachtung der ganzen Wertschöpfungskette. Das beginnt schon beim Produkt, beim Saatgut und beim Anbau. Frisch vom Feld werden die Blüten verarbeitet. Hier werden sie zerkleinert und schließlich mit Wasser und Meersalz vermengt. Bis die wertvollen Inhaltsstoffe gelöst sind, muss der Sud mindestens 10 Tage in einem Tontopf ziehen. Die Herstellung richtet sich bei Veleda oft nach der Erntezeit. Eine Praxis, die tief in der Geschichte des Unternehmens verwurzelt ist. Denn Veleda produziert seit jeher nach anthroposophischen Grundsätzen. Nach diesem Prinzip arbeitet auch das Unternehmen Wala, Hersteller der Dr. Hauschka-Produkte. Anthroposophische Herstellungsweise. Was bedeutet das für die Produkte? Wir treffen einen Insider der Szene, Rainer Plum. Er hat selbst lange ein anthroposophisches Naturkosmetikunternehmen geführt, berät inzwischen viele Hersteller der Branche. Der wesentliche Unterschied ist nämlich die biologisch-dynamische Landwirtschaft, nicht nur mit Verzicht auf Pestizide und Kunstdünger, sondern eben mit entsprechendem Einsatz von Heilpflanzenpräparaten, von Kompostwirtschaft, von auch durchaus nach bestimmten Rhythmen in der Natur die Rohstoffe zu erzeugen. Wala, der Hersteller von Dr. Hauschka, geht sogar noch weiter. Hier kommt ein spezielles Herstellungsverfahren zur Anwendung, die sogenannte Rhythmisierung.
Und es ist tatsächlich so, dass man eine Stunde vor Sonnenaufgang beginnt bis eine Stunde nach Sonnenuntergang, weil der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Lebenszyklus der Erde eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und in dieser Zeit wird morgens auf 37 Grad erwärmt und der Auszug auch gerührt oder bewegt. Dann wird auf 4 Grad abgekühlt, bleibt unter Tag stehen und am Nachmittagabend, eine Stunde vor Sonnenuntergang, wird das Ganze wiederholt. Und diese hohen Verarbeitungsstandards wirken sich natürlich auch auf die Preisstellung der Produkte aus. Aufwendige Herstellungsweisen wie diese muss der Kunde am Ende bezahlen. Aber heißt besondere Herstellung auch besondere Qualität? Zurück zu den Hutzenlaubs. 4 Wochen lang hat die Familie statt ihrer konventionellen Pflegeprodukte Naturkosmetik ausprobiert. Wie kamen sie damit zurecht? Das wollen wir heute wissen. Und wir haben Unterstützung dabei. YouTuberin Shenya, bekannt vor allem unter ihrem Bloggernamen Inkipedia. Hallo Leute, heute schauen wir uns gemeinsam die neue naturkosmetische Serie von Garnier an, ob die Produkte von den Inhaltsstoffen her überzeugen können und einen Blick wert sind, erfahrt ihr in diesem Video. Shenya ist gelernte Drogistin und vor 5 Jahren selbst auf Naturkosmetik umgestiegen. Doch zu ihrem Erstaunen hat sie viele Produkte nicht vertragen. Seitdem beschäftigt sie sich intensiv mit den Inhaltsstoffen von Kosmetikartikeln. Hallo, ich bin die Shenya. Hallo. Wie hat sich die Naturkosmetik im Vergleich zu den herkömmlichen Pflegeprodukten geschlagen, die die Familie sonst verwendet? Lucinde Hutzenlaub hat das Granatapfel-Deo von Veleda ausprobiert. Ich war erstaunt. Ich habe das auch zum Sport benutzt und es hat sich keiner beschwert. Ich fand es super. Und wie kam sie mit dem Berlin Repair Shampoo zurecht? Da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich mich wirklich dran gewöhnt habe, denn am Anfang hatte ich das Gefühl, es trocknet meine Haare unglaublich aus. Es fühlt sich schon einfach anders an und schäumt natürlich auch nicht ganz so heftig. Was gibt es da für Unterschiede zum herkömmlichen Shampoo? Also es liegt einfach daran, dass in den konventionellen Shampoos auch gerne mal Silikonöle verwendet werden. Die sorgen dafür, dass das Haar geschmeidiger wird, glatter und einfach so ein bisschen schön glänzender aussieht. Die Lavendel Body Lotion von Dr. Hauschka hat Holger Hutzenlaubs Erwartungen voll erfüllt. Und er hat einen weiteren Favoriten entdeckt, die Handcreme derselben Marke. Er hat mir gut gefallen. Allerdings finde ich, sie riecht ein bisschen medizinisch. Vielleicht muss sie das auch als Naturkosmetik. Sohn William war der Zahncreme-Tester. Ich fand, die Zahnpasta war relativ gut. Und geschmeckt hat sie auch nicht so schlimm. Und sonst finde ich eigentlich was wie eine ganz normale Zahnpasta. Allerdings der Unterschied, die Naturkosmetik-Zahnpasta enthält kein Fluorid. Das wird von Zahnärzten zur Kariesprophylaxe empfohlen. Mit den Duschgels, Bodylotions, Lippenpflegestiften und Handcremes kamen die Hutzenlaubs gut zurecht. Die wollen sie ab jetzt sogar weiter benutzen. Zurück zu den Profitänzern in Ludwigsburg. Wie hat die Naturkosmetik in unserem Härtetest abgeschnitten? Wie gut haben Lippenstift, Make-up, Puder und Mascara die 5 Tanzrunden überlebt? Man sieht ja, dass ich ganz schön verschwitzt bin und dass auch leider nicht mehr so viel vom Produkt übrig geblieben ist. Was ich trotzdem ganz gut fand, war, dass es sehr natürlich aussah am Anfang nach dem Auftragen, weshalb ich mir schon durchaus vorstellen kann, das bei einem Showauftritt zu verwenden, weil da einfach die Belastung nicht so extrem ist. Ich habe schon das Gefühl, dass auf jeden Fall noch was da ist und dass es relativ gut gehalten hat. Bei mir ist die Wimpertusche komplett weg gewesen, die ist runtergelaufen. Dann habe ich sie weggewischt, also sonst würde man sie jetzt hier unten noch sehen. Und das Make-up ist auch komplett weg. Das ist irgendwie alles weggeschmolzen und arg viel davon übrig geblieben ist nicht mehr. Schweißbeständig sind die Naturkosmetikprodukte offensichtlich nicht. Das liegt daran, dass Inhaltsstoffe wie Silikone und synthetische Polymere hier verboten sind. Doch was steckt drin in der natürlichen Pflege? Wir checken die Inhaltsstoffe.
Dafür wählen wir ein Produkt, das bei allen Marken vergleichbar ist. Eine Gesichtscreme auf Rosenbasis. Es treten an die Rosentagescreme von Dr. Hauschka für fast 72 Euro für 100 Milliliter. Die teuerste Creme in unserem Test. Etwas günstiger die Burland-Creme für ca. 48 Euro. Außerdem die glättende Tagespflege von Veleda für rund 40 Euro. Deutlich günstiger die Cremes von DM, Rossmann und Müller. Alle kosten um die 6 Euro pro 100 Milliliter. Ob die günstigen Drogeriecremes tatsächlich mit den deutlich teureren Markenprodukten mithalten können? Tina, Andrea und Natascha machen für uns den Praxistest. Keine der drei hat bisher Naturkosmetik benutzt. Also ich gehe dann halt in die Drogerie und schaue ja, mich ein bisschen um und gucke auch, was mich anspricht, aber nicht unbedingt ja, auf Naturkosmetik. Bisher war Naturkosmetik noch kein Thema für mich im Alltag. Ist jetzt aber so, dass ich mich dafür mehr interessiere und bin gespannt auf das Ergebnis. Wie rosig werden die Gesichter unserer drei Testerinnen nach 6 Wochen aussehen? Immerhin werben die Hersteller mit sanfter Pflege. Bevor sie loscremen, lassen wir ihre Haut bei Dermatologin Isabel Gahlen überprüfen. Da machen wir jetzt mal Aufnahmen von der Haut, wie das Bild aussieht. Mithilfe der 20-fachen Vergrößerung kann Isabel Gahlen die Hautstruktur und die Feuchtigkeitsversorgung der Haut genau erkennen. Also sieht wunderbar aus, ihr Hautbild, schön glatt. Wenn die Haut nicht so gut mit Feuchtigkeit versorgt ist, dann sieht das viel schuppiger aus und viel trockener. Das sieht man an der Oberfläche. Bei allen drei ist die Gesichtshaut tadellos, zumindest bisher. Ich hoffe, dass alles gut vertragen wird. Ich will auf jeden Fall nicht, dass es schlechter wird. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwelche Unreinheiten bekomme oder so. Ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass meine Haut recht trocken ist und vielleicht ist die Creme ja so, dass sie tagsüber auch so das Gefühl gibt, okay, sie ist gar nicht so trocken, sondern ist gut so, wie sie ist. Damit jede Testerin die optimale Creme für ihren Hauttyp mit nach Hause bekommt, lassen wir Isabel Gahlen die Produkte entsprechend zuteilen. Für die Andrea empfehle ich eine Creme für eine sehr trockene Haut, zum Beispiel hier diese Altera. Unsere drei Creme-Kandidatinnen wissen nicht, welche Produkte sie testen werden. Jede von ihnen wird 2 Cremes verwenden. Eine auf der linken und eine auf der rechten Gesichtshälfte. Jeweils eine günstige Drogeriecreme und ein Markenprodukt. In 6 Wochen treffen wir die drei hier zum Hautcheck wieder. In der Zwischenzeit wollen wir herausfinden, was in den Cremes steckt. Wie hochwertig sind die Inhaltsstoffe der teuren Markencremes im Vergleich zu den günstigen Drogerieprodukten? Mit unseren Testprodukten sind wir beim Umweltbundesamt. Toxikologin Marieke Colossa beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit den Inhaltsstoffen von Kosmetikprodukten. Es ist natürlich so, dass eben die Naturkosmetika als Konservierungsmittel häufig ätherische Öle verwenden und dass wir über diese ätherischen Öle dann auch allergieauslösende Duftstoffe in den Produkten haben. Besonders viel allergieauslösende Duftstoffe sind im Hauschka-Produkt, dann eben in Altera und besonders positiv fand ich das Produkt von Müller, das hatte mit Abstand die wenigsten, nämlich nur 3. Bei den meisten unserer Cremes stammt ein Großteil der Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau. Also ich würde sagen, dass Naturkosmetika auf jeden Fall besser sind als die meisten anderen Produkte, weil eben kritische Produkte wie Formaldehydabscheider, Dinge, die die Hautbarriere eben offener machen für andere Schadstoffe, Mineralölprodukte oder auch bestimmte problematische UV-Filter eben da gar nicht enthalten sind. Wie erklärt sich aber der große Preisunterschied zwischen den Produkten? Uns fällt auf, obwohl alle Hersteller mit Rosen werben, wird nicht in allen Cremes die gleiche Rosenart verwendet. In den 3 Drogerieprodukten stecken im Vergleich günstigere Rohstoffe, zum Beispiel einfaches Hagebuttenöl namens Rosa Canina und preiswertere ätherische Öle für den Rosenduft.
Bei Berlind klingt es sogar hochwissenschaftlich. Hier werden laut Hersteller die Stammzellen der Schwarzwaldrose verwendet. Was hat es damit auf sich? Am Rande des Schwarzwaldes, in Calw, ist der Hauptsitz von Berlind. Hier wollen wir herausfinden, was sich hinter den mysteriösen Stammzellen verbirgt. Wir dürfen ins Labor blicken und sehen eine unscheinbare Flüssigkeit. Darin die isolierten Stammzellen aus den Blättern der Schwarzwaldrose. Mit nur wenigen Milligramm soll ein hohes Wirkpotenzial in der Creme erreicht werden. Die Schwarzwaldrose ist eine ganz spezielle Züchtung. Und diese Schwarzwaldrose ist besonders resistent gegen Angreifer von außen, gegen Käfer, gegen Insekten. Und diese Schwarzwaldrose haben wir uns näher angeschaut und haben gesagt, was macht die eigentlich so besonders? Und haben festgestellt, dass die Stammzellen, die sich in den Blättern befinden, die tun auch auf der Haut unheimlich gut. Stimmt das? Wir sind gespannt, wie unsere Berlin-Testerin nach dem Probecremen aussieht. Zur Erinnerung. 6 Wochen lang sollten Natascha, Tina und Andrea je 2 verschiedene Naturkosmetikcremes ausprobieren. Ihre Erfahrungen haben sie in einem Videotagebuch festgehalten. Hallo, es sind mittlerweile fast jetzt 5 Wochen, in denen ich die Gesichtscremes teste. Und ich komme im Großen und Ganzen wirklich gut damit zurecht. Die linke Creme macht nach wie vor leichte Rötungen auf der Haut. Also es ist wirklich sehr gut pflegend und ich bin sehr zufrieden. Heute treffen wir die 3 bei der Hautärztin wieder. Lohnt es sich für Markenartikel von Weleda, Berlind und Dr. Hauschka mehr zu zahlen? Und wie gut haben unsere Testerinnen die Naturkosmetikprodukte vertragen? Der Hautcheck zeigt, Nataschas Haut wurde durch die Cremes von Dr. Hauschka und Müller gut gepflegt. Dann sehen wir jetzt hier, so war es vor der neuen Creme und hier mit der Creme. Auch Tina war eigentlich zufrieden. Und wie sieht ihre Haut unter Mikroskop aus? Das war vorher. Das war mit ihrer ganz normalen Kosmetik, also keine Naturkosmetik. Mhm. Und das ist die Naturkosmetik. Und ich finde, dass das mit der Naturkosmetik jetzt schuppiger ist, so feine Hautschüppchen. Das heißt, die Haut ist schlechter gepflegt als vorher. Oh, das überrascht mich aber. Zumal ich ja dachte, dass die rechte Gesichtscreme reichhaltiger war oder auch fettiger oder besser gepflegt hat, die Creme. Also erstens trügt dann der Anschein, auch was reichhaltiger wirkt, muss nicht besser pflegen. Und zweitens ist es ja nicht generell so, dass nur weil es Naturkosmetik ist, die Pflege deshalb besser ist. Sondern vielleicht sind die Inhaltsstoffe unbedenklicher, aber die Pflege selber ist nicht unbedingt besser. Zuletzt der Creme-Check bei Andrea, linke Seite. Es zeigte sich nach kurzer Zeit, zeigten sich kleine rote Pünktchen, die dann zwischenzeitlich verschwanden, dann aber wieder nochmal auftraten. Und sie war auch von der Konsistenz her deutlich dicker nochmal und hat einen Fettfilm auf der Haut hinterlassen. Und das war mir unangenehm. Ja, das liegt dann an den Inhaltsstoffen. Wenn das rote Pünktchen waren, die wieder weggehen, dann ist das eine Hautirritation. Irgendwas von den Inhaltsstoffen hat dann ihre Haut speziell gereizt. Zur Erinnerung, auch die Toxikologin vom Umweltbundesamt hatte die Altera-Creme von Rossmann neben der Creme von Dr. Hauschka aufgrund der vielen potenziell allergieauslösenden Duftstoffe abgewertet. Und wie sieht's auf der anderen Gesichtshälfte aus? So, hier sehe ich das im Vergleich. Und bei Ihnen ist es auch. Ja, man könnte fast meinen, dass jetzt die rechte Seite glatter ist, die Haut, als sie es vorher war. Die Haut rechts fühlt sich auch deutlich besser an wie vor einigen Wochen. Das Ergebnis, unsere Testerinnen kamen mit fast allen Produkten gut zurecht. Allerdings, die Alverde von DM hat die Haut von Tina nicht ausreichend versorgt. Die Altera von Rossmann irritierte die Haut von Andrea. Mit der Berlind-Creme hingegen war die Haut von Andrea sogar besser versorgt. Die Stammzellen der Schwarzwaldrose haben hier anscheinend gewirkt. Berlind wirbt mit Hightech aus der Natur. Doch wer weiß das überhaupt?
Wir checken das Image. Auf der Bundesgartenschau in Heilbronn bauen wir drei Plakate mit den Logos von Berlind, Weleda und Dr. Hauschka auf. Denn uns interessiert, was verbinden die Leute überhaupt mit den Marken? Mit Weleda am meisten, ja. Dass die sehr nachhaltig auch sind, dass die viel auf natürliche Inhaltsstoffe Wert legen. Naturkosmetik. Handgeschnittene Pflanzen, biologisch angebaut. Also ich kenne nur Weleda und Hauschka, das nutze ich selber. Genau, und also ich bin ganz begeistert. Besonders die Leinwand von Weleda wird schnell voll. Ganz im Gegenteil, Berlind. Also die kenne ich nicht. Annemarie Berlind kenne ich leider nicht. Erst nach einiger Zeit weiß jemand Bescheid, dafür aber ganz genau. Woher kennen Sie Berlind? Von der Werbung, ja. Die sind in unserem Kreis, also Enzkreis und Kreis Calw, ganz stark und sind da auch in vielen Geschäften vertreten und auch in Apotheken. Reformhaus Kosmetik. Die Annemarie Berlind finde ich auch ganz gut, weil die nämlich gute Ideen für Frauen hat. Alle Altersstufen, auch ganz wichtig. Und wie sieht's bei Dr. Hauschka aus? Finde ich gerade auch geschrieben, teuer, da steht es ja schon. Das gibt es hauptsächlich in der Apotheke. Exklusiv. Inwiefern? Schon vom Image her, vom Packaging. Dass Weleda die bekannteste Marke ist, wundert unseren Marketing-Experten Markus Voth nicht. Er beobachtet die Naturkosmetikbranche seit Jahren. Weleda ist eine seit langem auch in vielen Distributionskanälen anzutreffende Marke. Deshalb kennen die Leute diese Marke. Wohingegen Dr. Hauschka und Berlind sind Marken, die im Grunde noch ein bisschen in der Nische zu Hause sind. Sprich, die Spezialisten, die Fans mögen und kennen die Marke, aber der breiten Masse ist die Marke nicht bekannt. Von daher überrascht mich das Ergebnis eigentlich nicht. Die ganze Energie der Sonne, eingefangen für dich von Weleda. Immer wieder sorgt Weleda mit Werbespots für Aufmerksamkeit, lanciert große Werbekampagnen. Die Nummer 1 natürlicher Körper. Dr. Hauschka und Berlind werben eher in Fachzeitschriften oder auf Plakaten an ihren Verkaufsstandorten. Weleda ist mehrfach so groß wie die anderen Naturkosmetikmarken und demzufolge muss man natürlich auch viel mehr Kommunikation betreiben und da ist es völlig nachvollziehbar, dass man eben anders als Berlind oder als Dr. Hauschka nicht nur sozusagen vereinzelt Kommunikation betreiben muss, sondern man muss im Grunde fast schon wie ein Konsumgüterhersteller auftreten, weil man eben auch die Masse der Menschen ansprechen will. Trotzdem sind Dr. Hauschka und Berlind mittlerweile international bekannt, denn sie sind bei Stars voll im Trend. Prominente wie Jennifer Lopez, Julia Roberts und Madonna verwenden die Naturkosmetik aus dem Südwesten schon lange. Die Stars nutzen die Produkte, sie kommunizieren dies auch über ihre oftmals sozialen Kanäle. Und das ist natürlich für die Marken ein sozusagen gefundenes Fressen, das ist ein echter Treffer. Weil wenn eine Madonna oder ein anderer Star die Marke XY nutzt, dann gibt es eben Millionen Menschen auf der Welt, die das zur Kenntnis nehmen. Und ein Teil davon ist auch bereit nachzuahmen und die Produkte zu nutzen. Und auf jeden Fall erzeugt man Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich für gerade eine Nischenmarke, wie es bei der Naturkosmetik oft der Fall ist, im Grunde ein wirklich ganz, ganz tolles Ergebnis. Dieser Faktor Hollywood habe der gesamten Naturkosmetikbranche international einen wahnsinnigen Push versetzt. Beim größten Hersteller Weleda ist der jährliche Umsatz inzwischen auf über 13 Millionen Euro gestiegen. Naturkosmetik boomt inzwischen. Dabei ist die nichts Neues. Bereits im alten Ägypten setzte man Öle, Fette, Salben und natürliche Düfte zur Reinigung des Körpers ein. Und auch die alten Griechen und Römer nutzten Öle für Massagen und Schminke. Den Grundstein der Naturkosmetik, so wie wir sie heute kennen, legte der Anthroposoph Rudolf Steiner in den 20er Jahren. Auf seinen Idealen der Harmonie von Mensch und Natur basieren die Unternehmen Weleda und Wala, der Hersteller von Dr. Hauschka. Die ersten Naturkosmetikprodukte im Sortiment, einfache Rasiercremes und Haarmittel. Vor genau 60 Jahren kommt neue Konkurrenz ins Spiel. Annemarie Lindner schließt sich mit Hermann Börner zusammen und gründet das Unternehmen Annemarie Berlind.
Der Markt für Naturkosmetikprodukte wächst immer schneller. Für Hersteller wie Dr. Hauschka Grund genug, das Sortiment um Make-up zu erweitern. Ein lukratives Geschäft, von dem auch die klassischen Kosmetikriesen ein Stück abhaben wollen. Doch was steht da eigentlich alles als Naturkosmetik im Regal? Wir haben eingekauft und wollen testen. Was zieht besonders bei den Verbrauchern? Die Marken kenne ich alle. Mhm. Aber so vom Design her würde ich diese zweite Etage bevorzugen, weil das alles so farbig ist. Ingwerwurzel, Koriander, Samenöl, vegan. Also schön übersichtlich gemacht. Schön grün, also da würde ich jetzt vielleicht auch zugreifen, wenn ich was Natürliches kaufen wollen würde. Es sticht halt schon raus, rein farblich. Und es spricht auch an mit diesem aufgepeppten Design, finde ich. Das sieht ja jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen naturmäßig aus, aber ich weiß nicht, ob das Naturprodukte sind. Auf den ersten Blick steckt in vielen Produkten irgendwie Natur drin. Immer öfter verbergen sich aber sogenannte Greenwashing-Produkte dahinter. Kosmetika, die zwar natürlich aussehen, in denen aber nicht nur natürliche Inhaltsstoffe drinstecken. Also es ist keine reine Naturkosmetik. Ja, ja, da sieht man mal, wie man wieder verführt wird, gell? Also das ist schon irreführend. Man kauft es oft, weil es einfach schön aussieht und man beschäftigt sich nicht so viel damit. Das Problem, der Begriff Naturkosmetik ist nicht geschützt. Im Prinzip kann jeder Hersteller seinen Produkten einen grünen Anstrich geben, auch wenn kaum etwas dahinter steckt. Besonders auffällig, die Produkte von Berland und Dr. Hauschka werden selten als echte Naturkosmetik identifiziert. Ich schätze, da ist auch ziemlich viel Mist drin. Nee, die sind jetzt wirklich auch Naturkosmetik? Wirklich? Ja, super. Also, dass das jetzt Naturkosmetik, hätte ich jetzt echt nicht so getippt. Ne? Also an der Verpackung sieht man da nicht viel. Das wirkt neutral. Also das wirkt nicht irgendwie so wie manche anderes, wo voll grün ist. Dann denkt man gleich, es ist naturbelassen. Es ist neutral, eigentlich eine neutrale Verpackung. Naturkosmetik, die wegen ihres Designs nicht als Naturkosmetik erkannt wird. Totalversagen in Sachen Marketing. Man muss im Grunde durch die Verpackung den Faktor Natur transportieren. Und bei Dr. Hauschka, genauso wie bei Berglind, sind die Anmutungen der Verpackung nicht unbedingt mit Naturkosmetik in Verbindung gebracht. Und hier kann man sicherlich sagen, wird ein bisschen Potenzial verschenkt. Oft ist das gerade bei Nischenmarken wie Berglind oder Dr. Hauschka so, dass hier die Tradition sehr wichtig ist. Man hat das immer schon so gemacht. Aber das heißt noch lange nicht, dass es richtig ist. Allein von der Aufmachung sollten Verbraucher sich auf ihrer Suche nach echter Naturkosmetik also besser nicht leiten lassen. Um echte Naturkosmetik von Trittbrettfahrern unterscheiden zu können, schließen sich 1996 eine Reihe von Herstellern zusammen und erarbeiten Qualitätskriterien für das erste Naturkosmetiksiegel BDIH. Rainer Plum hat selbst an der Entwicklung dieses Labels mitgewirkt und weiß genau, was das Siegel garantiert. Dass Produkte der Petrochemie weitestgehend ausgeschlossen sind, also keine Paraffinöle, keine synthetischen Konservierungsstoffe, Antioxidantien, in einem bestimmten Maße auch den Verzicht auf Tierversuche und dann auch, was Herstellungsverfahren angeht, Ausschluss von Chemikalien, die im Herstellungsprozess verwendet werden, um zum Beispiel als Lösungsmittel zu dienen. Inzwischen tragen viele Produkte das Natru-Siegel. Auch die Produkte von Dr. Hauschka und Veleda. Das setzt auf ähnliche Kriterien. Daneben gibt es aber noch viele weitere Label. Für den Verbraucher ist die Problematik, er hat keine Chance, da durchzublicken. Weil der Markt einfach so vielfältig ist und die Aussagen der Hersteller auch so unterschiedlich sind. Die einzig sinnvolle Lösung aus Sicht von Rainer Plum: ein staatliches Naturkosmetiksiegel. Solch ein Siegel sei allerdings nicht geplant, teilt uns das zuständige Ministerium mit. Unser letzter Check: die Fairness. Echte Naturkosmetik. Das heißt, es steckt auf jeden Fall Gutes in den Produkten. Aber wie viel Gutes steckt in den Unternehmen insgesamt? Wir haben mit mehreren ehemaligen Mitarbeitern von Berland, Wala und Veleda gesprochen.
Vor die Kamera will keiner von ihnen. Vor allem bei Weleda und Dr. Hauschka-Hersteller Wala hören wir hauptsächlich Positives. Wenn man zum Beispiel regelmäßig mit dem Rad kommt, zahlt Wala jährlich einen 100-Euro Reparaturgutschein aus. Es gibt eine Kantine, die regionales Bio-Essen immer frisch zubereitet. Und überall stehen Echtholzschreibtische. Das ist schon toll. Rainer Plum wundert das nicht. Er kennt die Unternehmen Weleda und Wala gut. Die nachhaltige Unternehmenskultur sei Teil ihrer anthroposophischen Arbeitsweise. Hier wird doch deutlich mehr auch auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden geachtet, ob das Betriebskindergärten sind oder ein ganz anderer Umgang auch, was Angebote im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement etc. angeht. Gerne hätten wir uns selbst einen Eindruck von Hersteller Wala verschafft. Doch trotz mehrfacher Anfragen wollte man uns dort, bei Dr. Hauschka, nicht drehen lassen. Im Gespräch mit ehemaligen Berlin-Mitarbeitern erfahren wir, hier scheinen Entscheidungsprozesse und die Strukturen des Unternehmens aktuell ein Knackpunkt zu sein. Denn alle Entscheidungen hingen von Inhaberfamilie Lindner ab. Alles geht durcheinander. Mittlerweile wurde deshalb sogar ein externer Berater eingestellt, der Ordnung ins Unternehmen bringen soll. Damit konfrontieren wir Alicia Lindner. Also ja, wir haben einen Experten im Haus, der sich um unsere Prozesse, unsere Strukturen und unsere Abläufe kümmert. Wir wachsen seit Jahren ganz stark an allen Ecken und Enden. Und da ist uns wichtig, dass wir gesund wachsen. Trotz der strukturellen Probleme, auch die ehemaligen Mitarbeiter von Berlin waren gern im Unternehmen, sagen sie uns. Die Mitarbeiter der Naturkosmetikhersteller in Deutschland zufrieden. Doch wie sieht es im Ausland aus? Wie werden hier die Rohstoffe produziert? Die Namib-Wüste im westlichen Namibia. Hier werden Jojoba-Sträucher angepflanzt. Ihre Nüsse spenden das wertvolle Öl, das in einigen Berlin-Produkten steckt. Rosa Smith bewirtschaftet diese Felder. Sie kümmert sich hier um die Jojoba-Pflanzen. Damit verdient sie das Geld für ihre Familie. Keine Selbstverständlichkeit in Namibia. Mit unserem sozialen Projekt unterstützen wir hauptsächlich Frauen, weil wir einfach diese männerdominierende Tradition hier in Namibia ein bisschen brechen wollen und Frauen eine Chance geben wollen, ihr eigenes Geld zu verdienen und ihr eigener Herr zu sein. Ihre Kinder zur Schule schicken zu können, das ist ganz wichtig für diese Frauen, da sich die Männer sehr, sehr oft nicht um solche Dinge kümmern. Jeden Tag muss Rosa Smith die frischen Setzlinge bewässern. Erst nach einigen Monaten sind die Jojoba-Sträucher so robust, dass sie ohne große Pflege in der Wüste Namibias überleben können. Ursprünglich kommt die Jojoba-Pflanze aus der amerikanischen Wüste. Sie hat eine Pfahlwurzel, die bis zu 6 Meter ans Grundwasser geht, benötigt daher auch sehr, sehr wenig Wasser. Wir benutzen keine Pestizide. Die Pflanze ist einfach sehr gut angepasst hier an die Wüstenbedingungen. Pestizide sind im Anbau verboten, denn das Jojoba-Öl soll von bester Bioqualität sein. Ein Standard, der hochwertige Naturkosmetik ausmacht, weiß Katharina Spraul, die seit vielen Jahren zum Thema Nachhaltigkeit bei Unternehmen forscht. Naturkosmetik ist nachhaltiger, weil schon beim Anbau der Rohstoffe keine oder weniger Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Das setzt sich in der Produktion fort und als Konsument habe ich dann auch keine Schadstoffe im Produkt, das ich anwende. Und wenn ich das von meinem Körper abwasche, gelangen auch keine Schadstoffe in die Umwelt. Jojoba-Nüsse für rund 400 Liter Öl werden hier jährlich geerntet. Alle für Berlin-Produkte. Auf lange Sicht soll der Anbau ausgeweitet und auch andere Hersteller beliefert werden. Weleda und Dr. Hauschka haben ähnliche Projekte im Ausland. Grundsätzlich gut. Doch man müsse auch die langen Transportwege der Rohstoffe aus dem Ausland bedenken. Das sind Fragen, die ich auch mit mir selbst als Konsument ausmachen muss, was mir dann wichtiger ist, Regionalität oder dass ich eben Produzenten in bestimmten Ländern dadurch unterstütze. Der Anbau bei Berlin, Weleda und Dr. Hauschka also ziemlich vorbildlich. Doch wie sieht es mit der Verpackung der Produkte aus?
Um das zu checken, bringen wir die Cremes aus dem Praxistest ins unabhängige Öko-Institut nach Berlin. Hier beschäftigt man sich schon lange mit der Nachhaltigkeit von Verpackungen. Günther Dehust fällt sofort auf, besonders nachhaltig ist keine der Cremes verpackt. Hier ist noch vieles zu verbessern. Ich würde sagen, das sind ganz normale Verpackungen, wie sie auch im Bereich der nicht nachhaltigen Produkte eingesetzt werden. In seinen Augen völlig unnötig die Faltschachteln der Cremes. Und auch wenn der Glastiegel von Börlind auf den ersten Blick nachhaltiger wirkt als Alu- und Kunststofftuben, auch hier hat der Experte etwas auszusetzen. Wir haben hier einen Deckel aus Kunststoff, der genauso zur Meeresbelastung beitragen kann, der fast so schwer ist wie bei der Kunststoffverpackung, die gesamte Verpackung. Je schwerer die Verpackung, desto schlechter meistens auch die Ökobilanz, sagt uns der Experte. Auch wichtig, die Tuben und Tiegel sollten gut zu entleeren sein. Je schwieriger die Entleerung ist, umso mehr bleiben Produktreste und erschweren das Recycling, führen aber auch zusätzlich dazu, dass mehr Tuben gebraucht werden, also dass der Umsatz steigt. Ich hoffe, dass das die Produzenten nicht als Strategie benutzen. Besonders schlecht zu entleeren die Tuben von DM und Müller. Aber auch bei den Markenprodukten gibt es in puncto Nachhaltigkeit der Verpackung noch Verbesserungspotenzial. Unser Gesamtfazit: Fairness. Die Mitarbeiter arbeiten gerne bei den Unternehmen. Vor allem Veleda und Dr. Hauschka legen viel Wert auf ein nachhaltiges Arbeitsumfeld. Alle drei Unternehmen investieren in ökologisch und sozial durchdachte Anbauprojekte in Deutschland und im Ausland. Nachhaltigkeit soll ganzheitlich gedacht werden. In Sachen Verpackung hakt das allerdings noch. Image. Bei Naturkosmetik fällt den meisten Verbrauchern Veleda ein. Dr. Hauschka und Börlind sind vielen kein Begriff. Hier ist noch Luft nach oben. Qualität. Unsere Testfamilie hat die Naturkosmetik überzeugt. In unserem Härtetest kann das Make-up nicht bestehen. Inhaltsstoffe. Viele schädliche Stoffe sind in Naturkosmetik verboten. Allerdings können auch in der natürlichen Pflege reizende Duftstoffe enthalten sein. Insgesamt ist echte Naturkosmetik besser als konventionelle. Marktcheck checkt Naturkosmetik.